Neuer RimWorld Run, wir gehen in die Modifikationen, um zu gucken, was wir da neu haben. Eine Kleinigkeit ist tatsächlich neu, aber da die Frage immer so häufig gestellt wird, gehen wir die einmal am Anfang durch. Und zwar haben wir natürlich alle DLCs und die Basics mit Hux Library, Vanilla Expanded Framework. Dann sind die tatsächlichen Mods. Biomes Core, eine wunderschöne Mod, die hauptsächlich dadurch überzeugt, weil sie schöne neue Mucke mit ins Spiel bringt, die wirklich Vanilla-like ist. Predator Hunt Alert, sehr wichtig. Ansonsten kann es sehr frustrierend sein, wenn irgendein Eichhörnchen angerannt kommt und einen eurer Kolonisten verspeist und ihr das nicht mitkriegt. Diese Mod unterrichtet euch über derartige Gefahren. Prepare carefully. Haben wir natürlich. Hat den Namen aus dem Inspirationsspiel Dwarf Fortress. Da gibt es einen Spielmodus, der heißt Prepare Carefully. Und da stellen wir unsere Kolonisten ganz individuell ein. Wir haben Pitzen im Spiel, wir haben euch im Spiel. Kamera Plus, ein bisschen mehr Zoom. Und das ist neu. Wir spielen diesmal mit Hospitality. Das heißt, wir können ein Hotel aufbauen. Und das werden wir wahrscheinlich auch tun. Wir werden ein richtig schönes Hotel hochziehen. Und ich habe das noch nicht ausprobiert, aber es wird da eine ganze Menge Möglichkeiten geben, weil als ich das kurz überflogen hatte. Wird spannend. Dazu smarter Visitors, weil Visitors werden dann wahrscheinlich sehr wichtig werden. Und hier zum Beispiel hauen Visitors nicht mehr so schnell ab, wenn irgendeine popelige Bedrohung kommt. Increased Stack. Wall Lights. Vein Miner. Raid Extension. Für ein bisschen mehr Abwechslung. Eine meiner Lieblingsmods von früher, die mich schon seit Jahren begleitet. Arachnophobia. Aarons Hairstyles, den ich auch nicht mehr missen will. Aber irgendwie sehen die Haare sehr, sehr schick aus. Und, ach ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, meiner Meinung nach die zweitwichtigste Mod der letzten Monate, Geological Landforms. Weil das einfach so tolle neue geologische Gegebenheiten generiert, die das Spiel nochmal so stark verändern, dass ich es einfach genial finde. Die allerbeste Mod kommt aber noch. Sie ist nicht Not My Fault. Scattered Stones, Scattered Flames, Splashes und Vapor sind ein bisschen optische Mods. Vanilla Animals Expanded für, ja, ne? Wir brauchen natürlich Pinguine. Ein bisschen bessere Bionics and Surgery. Run and Gun. Anfangs ein bisschen skeptisch gewesen. Mittlerweile, wenn man weiß, dass man da auch wirklich aufpassen muss, wann man es aktiviert und deaktiviert, eine ganz interessante Nummer. Pickup and Haul. Macht es ein bisschen einfacher, große Mengen an Dingen nach Hause zu tragen. Quality Colors, eine kleine Quality of Life Nummer. Simple Sidearms für Melee und Schusswaffen gleichzeitig tragen. Sometimes Raids go wrong. Sehr witzig. Rim Fridge. Haben wir noch nie so richtig benutzt, aber klingt sinnvoll. Biomes Prehistoric. Nee, das ist die Mod mit der neuen Musik. Und Biomes. Ja, nee. Doch Biomes Core braucht man für die, genau. Defensive Positions ist die Nummer aus Faster Than Light, aber RimWorld ist zu unberechenbar, als dass man einfach eine defensive Position festlegt und die immer benutzt. Daher habe ich es noch drauf, aber nie benutzt. Biomes Kit. Ja, neue Biome. Aber hat nicht so den richtigen Impact. Vielleicht muss ich da noch was einstellen, fällt mir gerade auf. Die Minimap, auch ganz praktisch. Ich verstecke die Minimap häufig hinter meinem Kamerabild, aber sie ist schon recht nützlich. Lange nicht mit der gespielt, aber seitdem ich das Ding habe, will ich es eigentlich behalten. Rimpedia für eine bessere Infopage. Phishing. Und Fishing Expanded für Fishing Treasure. Wir haben noch nie Treasure gefunden beim Fischen, aber Fischen kann ganz interessant sein. Das ist meiner Meinung nach die beste Mod der letzten Monate. Vanilla Ideology Expanded bringt so viele tolle Ideologien mit rein und macht das einfach mega spannend. Wir haben es immer noch nicht geschafft, alle mal zu kombinieren oder auszuprobieren. Da sind so tolle Dinger dabei. Werden wir gleich sehen. Wir haben noch Matching Embrasures, einer meiner Evergreens.
der immer zu interessanten Diskussionen im Chat führt und Rue's Painting Expansion, die Ishtar Denaris mal empfohlen hat, sind wir auch noch nicht richtig zugekommen, aber da gibt es mal eine Alternative zu den Skulpturen, die man kreieren kann als RimWorld-Künstler. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Wir speichern und wenden das an. Wir gründen die neue Kolonie. Wir nehmen Standard-Bruchlandung. Wir nehmen... Wen nehmen wir? Ihn oder sie? Phoebe, weiß ich nicht. Wir können auch mal Phoebe nehmen. Was haben wir lange nicht mehr benutzt? Ach ja, Phoebe ist easy. Deswegen benutzen wir Phoebe nie. Wir nehmen entweder Randy oder Cassandra. Und Oliver sagt Cassandra. Also, zack, nehmen wir Cassandra. Wir nehmen Blut und Staub, den Hardcore-Modus. Wir... Estelle ist unser Seed. Estelle? Nee, wir nehmen was Cooleres. Wicht! Wir nehmen Wicht. Wicht ist unser Seed. Lassen das auf Standard. Fügen noch ein paar Nudistenstämme hinzu. Einen grimmigen Stamm. Nee, wir haben schon einen grimmigen Neandertaler Stamm. Lass uns lieber noch eine Piratenbande hinzufügen und einen Kannibalenstamm und dann haben wir, glaube ich, alles vertreten. Wir generieren die Welt. Haltet euch fest. Ishtar hat mal wieder die Modliste in dem Discord gepostet. Wunderbar, dankeschön. Dann können wir die Frage immer schnell auf den Discord verweisen, denn sie wird wahrscheinlich wieder häufig gestellt werden im Laufe des Abends. Timmy ist schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Wir haben schon länger. Wie lange haben wir kein RimWorld gespielt? Fast einen Monat. Ich habe mega Bock. Und wir hatten beim letzten Mal gesagt, hey, warum machen wir uns das eigentlich immer so schwer? Weil es Spaß macht, ja, aber in letzter Zeit haben wir es immer so schwer gemacht, dass es fast schon wehtat. Lass uns mal versuchen, ein bisschen entspannter das Ganze anzugehen. Lass uns nicht auf einer Eisscholle starten oder in der heißesten Wüste des Planetens, sondern lass uns mal hier irgendwo in der Nähe des Äquators irgendein grünes Fleckchen suchen, entweder tropischer Regenwald oder gemäßigter Wald. Ich weiß, letztes Mal hatten wir zum Beispiel kein Holz. Hier gibt's Holz. Holz ist toll. Holz ist fast meine Lieblingsressource in RimWorld. So flexibel. Wahrscheinlich kann man es zur Not sogar essen. Nein, in RimWorld nicht. Kann man es nicht essen. Nee. Das ist zum Beispiel bei Frostpunk der Fall. Da kann man Sägespäne mit ins Essen einfügen. Oder verwechsel ich das? In RimWorld geht das nicht. Jetzt ist die Frage aber, wir wollen eine geologische Landform. Und da sind wir schon bei unseren ersten Mods. Was haben wir denn noch nicht? Unsere Neandertaler werden ein Hotel aufziehen. Und zwar... an einer Oase? Oder... auf einer Insel, in einem See oder an einem Fjord, an einem ausgetrockneten Seekrater. Ich kann mich nicht entscheiden. So viele interessante Peninsula, Rift, Swamp Hill, Chombolo, Valley. Wir nehmen mal Valley. Wir haben noch nie Valley gespielt. Valley müsste ein Tal sein. Und wir haben ein Tal genau hier. Das ist aber die Savanne. Wir wollten im Grünen sein. Probieren wir es nochmal. Er sucht immer die nächstgelegene. Hier das... am Fluss in der Nähe. Das ist doch okay. Dann haben wir einen Fluss. Ich hasse Flüsse. Weil über Flüsse kann man keine gescheiten Mauern bauen. Aber das gefällt mir ganz gut. Wir sind direkt an einer schönen Straße, die uns überall hinbringt in... drei Richtungen, falls wir mal reisen müssen. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Wir machen Valley. Mit Höhlen. Bei einer Durchschnittstemperatur von 17,6 Grad mit Granit, Sandstein und Schiefer. 917 Meter über Wasserspiegel. Mit einem Fluss und großen Hügeln. Wir haben Bären vor Ort. Jawohl. Wir machen das Ganze riesig. Und... wir stellen eine fixe Ideologie.
Und jetzt kommt die beste Mod der Welt zum Tragen. Und als erstes suchen wir uns einfach mal... Ah, da geht's schon los. Selbst die Dinge haben Auswirkungen. Wir nehmen mal die abstrakten Atheisten. Nee, die abstrakten Theisten. Der Gott, beziehungsweise die Götter, haben keine physische Form, sondern sind immer und überall präsent. Sie wissen alles und können alles. Ihr Wille definiert die moralische Struktur des Universums. Okay. Hatten wir noch nie. Und das hier ist der Knaller. Das sind die Ideologien. Und wir suchen jetzt mal ein paar sexy Ideologien aus. Neandertaler, die ein Hotel aufziehen in einem Tal. Pazifisten. Die mögen keine Sklaven. Das ist ja ein bisschen langweilig. Aber wir haben noch nie mit Pazifisten gespielt. Flashcraft. Psychic Focus. Bekehrer. Party Life hatten wir, glaube ich, schon. Anonymity. Was ist das? Knowing the names, faces and backgrounds of your fellow colonists can be both a blessing and a curse. Social interactions disallowed. Oh, das macht es auch schon wieder sehr schwer. Healthcare. Wir machen, das hatten wir noch nie. Aber in unserem Hotel kann man sich verarzten lassen. Freigeschaltete Rollen, Medizin, Spezialist und Nurse. Okay, Healthcare. Was sagt ihr dazu? City Builders. City Builders hatten wir, glaube ich, letztens. City Builders. Travel despised. Permanent bases desired. Ja, passt aber ganz gut. Und Trader. Was haben wir noch? Wo sind die Trader? Astrologie. Klingt auch spannend. Mood dictated by the stars. Okay. Trader. Muss ich nach Händler suchen oder so? Trader. Trading Fair. Freigeschaltete Rolle Merchant. Trading Price Improved. With Wealth comes Power. Going too long without profit means going too long without securing one's position of power. Okay. Wir machen Trader, Healthcare, City Builder. Was hatten wir alles noch nie? Ich glaube, City Builder hatten wir mal. Bin ich mir mal nicht ganz sicher. Aber Healthcare und Trader hatten wir noch nie. Das wird ein bisschen anderer Run. Das gefällt mir. Wir ziehen ein Hotel auf, verarzten die Leute, handeln mit denen. Und was City Builder mögen nicht wirklich traveln. Und das einzige Problem bei dieser Mod ist, dass viele Infos hier gar nicht stehen. Es hat noch viele andere Auswirkungen und da muss man denn im Internet nachschlagen. Das mache ich mal bei Gelegenheit. Jetzt gerade nicht. Das habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Machen wir später mal. Gucken wir ganz genau, was da noch hinter steckt. Healthcare Trader City Builders. Kannibalen? Nicht traveln und Trader könnte sich beißen. Ja, probieren wir es mal. Vielleicht können wir in unserem Hotel auch traden. Ja, okay. Kannibalen und Healthcare Hotel beißt sich etwas. Ja, aber das finde ich gerade interessant. Ich finde, also Kannibalen ist immer witzig. Aber das haben wir so oft. Ausnahmsweise verzichten wir auf Kannibalen. Ausnahmsweise. Weil dann wollen sie ja auch wirklich immer sehr viel Menschenfleisch essen. So, da haben wir es. Was ich immer noch gerne einstelle, ist wie immer die Waffen. Wir Neolithisch Ultratech. Beliebt. Ultratech, unbeliebt Neolithisch. Das bedeutet, so alte Waffen mögen sie nicht so gern. Aber coole neue Hightech-Waffen, das mögen sie. Und da wollen wir ja sowieso hin. Unser heiliges Tier wird diesmal
Ishtar, hast du eine Idee, was wird diesmal unser heiliges Tier? Zuletzt hatten wir Flamingos. Machen wir mal was anderes. Geben wir Ishtar mal... Ah, sie hat schon. Ishtar sagt, Esel sind unsere heiligen Tiere. Haben wir Esel. Ja, okay. Der Nacktmull, das wäre natürlich auch schlecht. Tapir mag ich auch gerne. Pandas, ja. Gute Vorschläge, aber Ishtar hat entschieden, wir nehmen die Esel. Und, ansonsten, kleiner Check. Das Rituale, die Beerdigung, das Laternenfest, die Tanzparty, Trading Fair. Ah, okay. Between 1 and 6 trade caravans arrive from friendly factions. Heiliger Architekt, Seelsorger, Skalpelkrat. Ein besonderer ideologischer Status mit reinem Fokus auf Medizin. Bountiful Wholesaler. Cutthroat Trader. Und die Nurse. Okay, wir haben 5 verschiedene Rollen. Das macht es natürlich spannend. Ansonsten, Wohltätigkeit essentiell. Wir müssen immer wohltätig zu den Bedürftigen sein. Hilfe zu verweigern ist ein unmenschlicher Akt, egal unter welchen Umständen. Bettlern nicht geholfen, Bettler verraten, Pilger nicht geholfen, Pilger, es gibt alles Minus. Und jemand aus Gefahr aufgenommen oder wandern helfen. Okay, haben wir verstanden, das gibt ein Plus. Hospital required. Place of Refuge and Healing. Permanent Basis. Expectations high. Tent Quality increased. Also, das ist ganz gut im Hinterkopf zu haben. Wahrscheinlich schöner Vorteil, dass wir weniger Probleme durch irgendwelche Infektionen kriegen und so weiter. Trading required. Our colony, like it or not, is a business. Going too long without a sale is stressful. But making a hefty profit is veritably euphoric. Also, wir müssen hin und wieder traden, ansonsten gibt es schlechte Laune. Das sollte ja erreichbar sein. Trading price improved, travel despised. Ich glaube nicht, dass sich das beißt. Ich glaube, wir können auch vor Ort handeln. Und traveln sollten wir aber nicht. Travel less than 5 days ago, minus 30. 60 Tage lang bleibt der Debuff, wenn wir traveln. Oh! Das unterstreicht ja nochmal meine Abneigung zum Traveln. Aber ich glaube, wir haben es im Griff. Die stehen auf Frisuren und Bärte. Okay, ja, okay, alles klar. Das wird eine Hilfsmission, ganz genau. Chinchilla, ja, auch gut. Tony Lustig ist zufrieden mit den Eseln. Ich auch. Wir starten und kreieren jetzt unsere Leute. Wir machen 3 Neandertaler. So, 3 Neandertaler und die haben original auch alle das Neandertaler-Kind. Das gefällt mir. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wer hat denn gewonnen als erstes? Erster Kolonist. Jeresiah. Jeresiah, schöner Name, wunderschöner Name, hört sich für mich eher maskulin an, aber nicht wirklich pink. Jeresiah, deine Haarfarbe, was sagst du dazu? Wollen wir die... schwierig. Heutzutage ist hier die Haarfarbe schon politischer Ausdruck. Wir müssen mal... Wie kann man denn ganz noch... Ach, da. Schwarze Haare, okay. Jeresiah möchte gerne mehr. Okay, du kriegst schwarze Haare. Klassiker, okay? So. In der Kindheit warst du Assistenzarzt, später Jäger. Du bist wunderschön, langsamer Lerner und hast Drogeninteresse. Keine Verletzung oder sonstige Implantate oder Conditions. Bist 24 Jahre alt, kriegst überall Doppelflamme. Und wir reduzieren deine Skills, um das am Anfang ein bisschen auszugleichen. Medizin muss nicht so krass sein. Tiere,
bisschen runter. Aber du brauchst, unsere Kolonisten brauchen immer ein bisschen Intellekt, finde ich. Und ein bisschen kämpfen. Damit die auch was treffen. So. Ansonsten alles relativ mau. Verweigert Feuerwehr. Haben wir was vergessen? Kurzer Pferdeschwanz ist das übrigens. Also der Predator. Jerusalem, du kriegst einen Irokesenschnitt. Sozial auch wichtig als Trader. Ja, wahrscheinlich, um die Preise ein bisschen zu beeinflussen. Das ist jetzt, ob du ein paar Silber mehr oder weniger kriegst, ist jetzt nicht unbedingt ein Gamechanger. Aber hauptsächlich finde ich Intellekt mittlerweile wichtig aufgrund der verschiedenen Anführer einer Fraktion. Wir werden ja einen Priester haben, einen Anführer, und da ist es immer wichtig, einen hohen Intellekt zu haben. So. Jerusalem. Wir nennen dich Jerusalem. Jingleton. Jerusalem Jingleton und nichts vergessen, oder? Jawohl. Nächste Charakter hat gewonnen, das war Jack. Jack, auch ein schöner Name. Passt wunderbar. So, Jack. Besser gesagt, Jimmy. Jack. Joinkelton. Jimmy Jack Joinkelton. Im Alter von 23 Jahren. Jack, ich würde sagen männlich. Haarfarbe braun. Ja, Jack, da bist du. Da haben wir ihn. Ein gezüchteter Soldat, später Förster. Wir müssen mal gucken. Hörverlust. Nee, das machen wir mal weg. Das ist ja uncool. Wieso nicht Medizin und Sozial? An welchem Beruf liegt das? Nein, du warst Abenteuerkind als Kind und später Förster. Du kriegst die Doppelflamme, wie alle unsere Gründungsmitglieder. Wo kannst du deinen Namen im Save-File verewigen, meinst du, die La Lunex? Die Namen wurden gerade schon ausgelost. Das machen wir immer am Anfang. Aber wenn wir morgen weiterspielen, falls wir morgen weiterspielen, was sehr wahrscheinlich ist, werden wir am Anfang neu auswürfeln. Und dann kannst du mit in die Liste. So, also wir gehen mal Intellekt hoch. Wir machen mal Fernkampf ein bisschen und ein bisschen Klopperei. Pflanzen machen wir mal runter, das muss nicht so viel sein, der Rest ist so cool. Konstruktion gehen wir auch mal runter. Wir starten ein bisschen unfähig. Nervöser Asket und Masochist. Nervös. Nervenbelastungsgrenze plus 8. Und Asket. Wenn der Schlafraum zu imposant ist, schlechte Laune, verabscheut ausgefallenes Essen, ist am liebsten roh, urteilt andere nie nach ihrem Aussehen. Okay. Nee. Da will ich nicht drauf achten, auf sowas, dass er jetzt anderes Essen braucht. Wir machen mal blutrünstig. Bekommt einen Kick, wenn er jemanden verletzt und stört sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Die Chance, dass eine Prügelei beginnt, ist viermal höher als normal. Viermal höher als normal! Ah! Oh, danke, Oliver. Wir müssen die Kategorie noch ändern. Eine Sekunde, das machen wir noch fix. Danke für die Erinnerung. So. Pass auf, wir nennen auch das Ganze jetzt mal das Andertaler Hotel. Oink. So. Okay, Chat. Habe ich was vergessen?
Das beißt sich mit wohltätig, oder? Ja, manchmal ist es ja ganz spannend, wenn wir wohltätig sind. Aber du hast recht, es beißt sich. Wir lassen das so. Ich finde das gut. Ich finde gut. Jimmy Jack Yoinkleton ist sehr blutrünstig. Ein sehr blutrünstiger Neandertaler. Das gefällt mir. 23 Jahre, 100% Glaube am Anfang. Förster, seine Skills, verweigert nichts, keine Verletzung. Wunderbar. Der nächste. Habe ich was vergessen? Nee, ne? Ist Intellekt zu hoch, sagst du? Ah, ja, das stimmt. Hier ist ein Fehler. Intellekt runter, sozial hoch. So. Emily, du heißt nicht Emily. Du heißt Capcobia. Muss man den Namen kennen? Kommt der aus irgendeinem Buch? Aus irgendeinem Film? Woher? Wo gibt's Capcobia? Hast du dir den selber ausgedacht? So. Dein Name ist Capcobia. Nee. Cappy Capcobia. Cap. So. Das biologische Alter. Oh. Liegt auch in den 20ern. Kobaya, möchtest du eine Dame sein, vielleicht zur Abwechslung? Weil Jack. Capcobia ist ein Name, den könnte man als neutral bezeichnen. Von einem Guild Wars Buch. Ah, okay, da kommt der her. Also, möchtest du gerne. Welche. Wähle dein Geschlecht. Überlebenskämpfer Sheriff. So, Capcobia. Du hast noch wenige Sekunden, ansonsten mache ich dich zur Frau. Ja, Capcobia möchte eine Frau sein. Sehr schön, für ein bisschen Abwechslung. Und vielleicht sorgst du auch für eine gewisse Neandertaler-Erotik. Wir machen dich schön blond. Und mir gefallen die Haare schon von Anfang an. Das lassen wir so. Überlebenskämpferin, später Sheriff. Mit 100% Glauben. Deine Merkmale, du bist lahme End. Nein. Komm, irgendwas Positives. Irgendwas. Optimist ist zu krass. Pyromane, Raufbold. Schießwürdig, schneller Läufer. Sorgfältiger, standhaft. Eiserner Wille. Ja, die standhafte Cappy, Capcobia, Cap ist sehr standhaft. Überlebenskämpferin, Sheriff, passt wunderbar. Verweigert nichts, hat keine Leiden körperlicher Natur. Ist im Fernkampf ganz gut, kann sonst wirklich überhaupt nichts und ist schön sozial. Gucken wir mal, wer hier am Ende der Anführer wird. Ich glaube, unser Team ist fertig. Und wir müssen nochmal gucken, ob wir direkt einen Esel. Nee, wir machen es random. Wir lassen uns überraschen. Kochen 0 ist fein. Ja, Kochen 0 finde ich auch gut. So, sorry, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Habe ich was vergessen? Das ist wichtig. Hier kommen wir nicht wieder zurück. Ich glaube, wir haben alles. Beer Baboon, danke dir, Mann, für dein Prime. Danke nochmal an Dave sich und Ishikawa. Los geht's, oder? Wir starten. Was sagst du, Hackmann? Ist Froggenhardt gerade gekommen? Oh ja, Froggenhardt ist da. Guten Abend, Froggenhardt. Danke für die Geschenke. Du kommst gerade rechtzeitig. Wir haben auf dich gewartet. Es geht los. Und zwar, Jerusiah, Jack und Capcobia legen los, auf einem fremden Planeten ein Hotel hochzuziehen. Haben sie sich gedacht. Los geht's. Immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Ist uns schon hin und wieder mal passiert, dass wir einen Fehler gemacht haben, irgendwas vergessen haben, irgendwas falsch war und haben uns geärgert, weil das können wir jetzt nicht mehr ändern. Es geht los. Die Karte wird generiert und ich bin gespannt. Wir starten in einem Tal.
und einen Fluss. Ah, guck mal, da ist Hospitality, die neueste Mods im Reigen. Option to never ask for safety again. Overhauled Mod Settings Menu. Aha, okay. Wir lernen die heute mal kennen. Es geht los. Da sind sie. Hallo. Danke nochmal, Froggenhardt, für deine Geschenke, Mann. So. Oh, guck mal, so ein schräger, das ist auch speziell, das ist so ein schrägen. Oh, hier oben auch schräg, mit Höhle, Fluss in der Mitte. Oh, hier mit so einer Steinformation, die fast die Karte in der Mitte teilt. Nur hier ein bisschen und da ein bisschen. Deswegen mag ich Flüsse nicht, ne, weil das kriegst du halt nicht richtig zu, wenn du es haben möchtest. Nach Nordosten sieht es ein bisschen anders aus, da ist recht offen, verhältnismäßig. Mit einem coolen Map. Ja, das ist halt das Ding mit dieser Modifikation. Den Geological Landforms zaubert immer wieder coole Maps auf den Bildschirm. Wo sind unsere Geysire? Wir haben hier einen, da einen, da einen. Da einen. Da einen. Da ist auch noch einer. Ja, okay. Wie sieht's aus mit der Fruchtbarkeit? Also das macht einen von vornherein an. Hier oben diese kleine Nische ist von vornherein schon interessant. Haben sogar fruchtbaren Boden da. Was ist denn? Wir könnten auch hier unten... Haben wir mehr Berg, aber wir brauchen nicht mehr Berg. Hier, das ist schon fast gesetzt, diese Ecke hier. Ist ja wunderschön. Machen wir hier zu. Haben sogar fruchtbaren Boden hier ein bisschen. Auch wenn er so fraktal aussieht. Schauen wir mal. Bodenbeschaffenheit. Nichts Spezielles. Wunderbar. Ansonsten, wir haben 6 Grad draußen. Es ist klar, 6 Uhr morgens, Frühling. Unseren Leuten geht es gut. Ich würde sagen, wir ziehen direkt dann mal nach Nordwesten. Schau noch mal ganz kurz die Karte ganz genau an, dass wir wissen, womit wir zu tun haben. Irgendwelche antiken Bedrohungen. Wir haben eine ganze Menge Bugs. Ist aber nicht schlimm. Hier ist eine antike Bedrohung. Die eine oder andere Struktur. Haufenweise Wildschweine haben wir hier. Meerschweinchen, eine Herde Meerschweinchen in allen Farben. Was ist das? Otter? Biber. Wir haben Biber. Mit den krassen Zähnen. Oh Mann. Haufenweise Biber. Hier unten ist ein Anima-Baum. Ist ein bisschen weit weg, aber kein Problem. Den kann man als Trick umhauen, den Anima-Baum, und den spawnt der neu an einem anderen Ort. Hier ist unser antiker Exoschreiter. Und ich denke, dann haben wir alle wichtigen Points of Interest gefunden. Und legen los unsere 3 Neandertaler, Jack, Jeresiah und Capcobaya, werden jetzt den ganzen Kram in die Basis tragen. Die Pizzen, das Silber, die Rüstung, Medizin, Holz, paar Klamotten und Stahl. Bester Fernkämpfer ist Jeresiah, bester Nahkämpfer ist Capcobaya. Capcobaya nimmt das Messer, Jeresiah nimmt das Gewehr und Jack die Pistole. Und dann tragt ihr das Ganze hier oben. Was haben wir hier drin? Hier sind Bugs. Hier sind noch mehr Bugs. Das ist ein bisschen gefährlich, aber wenn wir aufpassen, kriegen wir das, glaube ich, hin. Die werden wir versuchen, relativ schnell auszurotten, dass wir hier im Berg... Ist ein bisschen uncool, dass das hier schon so vorgearbeitet wurde. Das müssen wir dann schön machen. Aber es beschleunigt natürlich auch unseren
Fortschritt. Was haben wir hier? Plastahl und Jade, so dicht beieinander als seltene Metalle. Aha. Ansonsten hier wenig Metall. Hier oben, da. Mhm. Okay, ich würde sagen... Oh, was liegt denn hier? Oh, wir haben einen Jutiranus. Der ist erst 3 Quartale alt. Bisschen aufpassen. Ansonsten Heilfarm. Ein paar Wracks. Ja, okay, also ich würde sagen, wir gehen hier hin, dann sind wir etwas abseits. Wir starten hier. Hier ist unsere Startbasis und unsere langfristige Verteidigung wird sich irgendwie hier oder so mit einer Mauer erstrecken. Und unser Hotel befindet sich denn hier, / in den Berg rein. Okay, also wir bringen alle unsere Sachen hier hinten an den Berg und überdachen das erstmal. Lagerzone aktiv. Zeit läuft. Der Versailler sieht aus wie Robert De Niro in Taxi Driver. Ja, du hast recht. Das hatten wir doch auch gestern irgendwie, oder? Bei irgendeinem Spiel oder vorgestern. Bei Robocop, glaube ich. Dem genialen Robocop. Die Buttcheek-Nische. Ja, so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. So, also die Leute tragen den Kram nach Hause und wir schauen uns mal ganz kurz an, wie haben wir denn die Aufgaben verteilt. Naja, da die alle nichts können. Oh, unterhalten ist neu. Unterhalten ist wahrscheinlich mit Hospitality reingekommen. Okay, also bauen. Ich finde, Jack passt schon ganz gut vom Namen her als Baumeister. Jack wird Baumeister, das heißt Feldarbeit und Bergbau sekundär. Da werden wir uns später nochmal überlegen, was wir da machen. Forschen machen wir auch nochmal kurz aus. So, kochen macht Cap Kobaya, okay. Wir machen mal das Unterhalten kurz auf 4. Tierpflege, ja, okay. Wärter. Wieso hat Jerizaya, wieso hast du... Oh. Ja, und da ist der erste Fehler. Ich habe Intellekt mit Sozial verwechselt. Okay, damit müssen wir leben. Sozial 0. Jerizaya, das wird dann wahrscheinlich kein Anführerjob für dich. Hilfsarbeit, Kinderpflege, Bettruhe, Arzt. Okay, wichtig ist Bauen, wichtig ist Kochen. Als nächstes ist dann wichtig Feldarbeit, Bergbau, Waldarbeit. Das macht ihr alle. Erstmal so und wir kümmern uns da später drum. Wenn ihr Zeit habt, macht ihr das. Die Geschichte. Und Forschen, ja, da kümmern wir uns drum, wenn wir einen Forschertisch haben. So, dann bauen wir als erstes mal eine Überdachung für unseren ganzen Stuff. Aus Holz. Und diese Überdachung werden wir hier anlegen. Wir haben genug Platz, also würde ich sagen, klotzen wir mal. Da kommt eine Tür vorne in die Mitte. Wobei, ich hätte die Tür gerne... egal. Machen wir so. Das wird vielleicht nochmal abgerissen. Da mache ich mir jetzt nicht zu viele Gedanken. Wieso baust du denn mit? Ach nee, Jerizaya hilft nur beim Bäume entfernen. Jack baut, wie geplant. Jack failt noch ein bisschen. Jack hat halt einen Bauskill von 4. Was in Ordnung ist. Wieso haben wir hier rot? Ah, genetische Natur. Alles klar, wir gucken uns gleich die Genetik an. Danke, Schnuckelein.
Ja, danke dir, Fragen Hartmann. So. Wir werden als erstes da mal ein paar Betten reinsetzen, dass wir damit schon mal parat sind. Und jetzt überlegen wir mal. Ich würde gerne das Hotel direkt mal planen. Wir können auch eine ganz normale Basis bauen, aber wir machen das schon ein bisschen hotelmäßig. Wir müssen aufpassen, dass Jack da jetzt nicht reingeht, ne? Wir sollten vielleicht als erstes mal das hier verschließen, dass da kein Unglück passiert. Jack ist jetzt gerade noch ein bisschen am Entspannen. Er geht spazieren. Cap Cobaya hat sich neben den Häschen gelegt und schaut den Wolken zu. Mir gefallen die Neandertaler Kiefer. Das passt wunderbar. Das sieht man bei Jack nicht so richtig aufgrund der Gesichtsbehaarung. Jack hat sogar so eine Neandertaler Beule oben. Wunderbar. Das ist ja richtig witzig hier. Hast du das auch? Jawohl. Alle Neandertaler haben oben ihre ausgeprägte Glabella. Wie viele Stunden ich in RimWorld habe? Keine Ahnung, Panzerkuschler. Das habe ich nicht gestoppt. Selbst wenn ich dir sagen würde, was bei den Steam-Einstellungen steht, würde das nicht die Zeit mit einschließen, die ich RimWorld gespielt habe, bevor es das auf Steam gab. Wir haben RimWorld 4 gespielt. Wir spielen das seit Jahren. Nicht jeden Tag. Aber wir wissen zumindest, worum es geht und so weiter. Ja, wunderbar. Bevor die Leute nichts zu tun haben, habt ihr wirklich schon alles reingetragen? Oh, neue Liebhaber, da geht's direkt los. Ja, zum Glück haben wir eine Dame dabei. Cap Cobaya, seit wann bist du denn so dunkel? Ich dachte, du... Ach, so wegen dem Helm sieht man deine schönen blonden Haare gar nicht. Okay, wer denn? Also, Jerusiah und Cap Cobaya. Ah, Cap Cobaya ließ sich verführen und ist jetzt mit Jerusiah zusammen. Das hat wie lange gedauert? Ja, 8 Stunden. Ein Arbeitstag und schon haben wir 2 Liebhaber. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen hier mal, damit es vorangeht, ein bisschen Holzgehacke. Hacke die Hack. Machen wir hier mal ein bisschen Platz für eventuelle Bauvorhaben. Außerdem könnten wir eigentlich schon weiter bauen. Dadurch, dass wir so viel Holz haben, können wir direkt mal planen. Was haben wir hier? Oh, ein Tausendfüßler. Ich glaube, die sind giftig, wenn die beißen. Ah, das Dach kommt. Und wir haben gleich eine überdachte Behausung für uns zum Schlafen und für unseren Stuff. Was machen wir als nächstes, Leute? So viele Möglichkeiten. Zu wenig Regale? Ja. Okay, ich werde in Betracht ziehen, um den Regalkommentaren aus dem Weg zu gehen, euch nachzugeben und vielleicht bald Regale zu bauen. Mal gucken, wie lange ich es noch aushalten kann. Ob ich die Sidearm-Mod nutze? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob sie Sidearm heißt, aber wir benutzen etwas, was ähnlich wie die sein könnte. Die Leute haben hier unten dieses Fenster durch die Mod, die ich habe. Direkt eine Verteidigungsmauer sollen wir bauen. Ja, das könnten wir tatsächlich machen. Wollen wir direkt eine Verteidigungsmauer bauen? Machen wir. Wir bauen direkt eine Verteidigungsmauer. Ist ja nur Holz. Wir bauen erstmal nur aus Holz. Und die setzen wir... Naja, eigentlich müssen wir erst ein Feld anlegen. Wir sollten ein bisschen uns ums Essen kümmern. Fruchtbarkeit ist ein bisschen hier hinten. Weiß nicht, wird fast auf die Fruchtbarkeit da hinten pfeifen, weil ich hasse unsymmetrische Felder und das hier schreit nach einem unsymmetrischen Feld. Wir setzen... Ah, noch so viel Möglichkeiten. Ich habe die Basis noch nicht zu 100% in meinem Kopf manifestiert. Und ich will ungern jetzt die Felder anlegen und sie dann in 3 Tagen wieder umlegen müssen.
Aber ich glaube, es wäre ganz schön. Ja, pass auf. Also, der Plan ist folgender. Das bietet sich ja hier wirklich sehr schön an. Das ist ja fast eine gerade Wand. Wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 Felder wird ein Zimmer groß. Und wenn wir hier eine Wand ziehen, 2, 3, 4, 5 und hier ganz viele Zimmer erstmal. Das wird sozusagen der Schlaftrakt für die Besucher. Anfangs wird das wahrscheinlich noch ein bisschen sich austauschbar sein. Dann schlafen die Leute in unseren Hotelbetten und umgekehrt die Gäste in unseren Betten. Machen das so. Ein Zimmer hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wand. 3, 4, 5. Wand. Okay, die ersten Zimmer. Okay, 3, 6, schon mal ganz gut, direkt die Türen vorne reinsetzen. Los geht's. Außerdem werden wir diese Zimmer hier schon mal direkt abbauen, dass die auch rechteckig sind und schön in den Berg reinragen. Wunderbar, da geht's los. Wir werden ein paar Holzhack-Unterstützungsaufträge hier reinsetzen. Und dann haben die erstmal zu tun. Denn wenn wir hier direkt gegenüber noch mehr Zimmer haben, der Eingang zum Trakt, da müssen wir mal gucken, ob wir den hier machen oder vielleicht doch. Da kümmern wir uns später drum. Das ist erstmal die Basics für den Anfang. Wir brauchen aber nicht weit davon denn so eine Art Aufenthaltsraum, wo die ganzen Leute essen können, so eine Art Mensa oder wie nennt man das im Hotel? Eine Bar, ein Buffet? Suiten, ne? Genau, das werden unsere Suiten. So nennen wir das. Wunderschön. Vielleicht sollten wir als erstes, wundert mich, dass das noch keiner vorgeschlagen hat, ein Hufeisenspielchen hier reinsetzen. Hufeisenspiel kommt hier hin. Was triggert deinen inneren Monk, wenn ich die Nachrichten hier nicht wegklicke? Ja, sowas mache ich in Videospielen häufig, wenn da nervige Dinge sind. Ich ignoriere die dann einfach. Die tauchen, die hauen dann ja von selber ab. Aber gut, für dich klicke ich die mal weg. Die meinst du, ja? Einen Pool bräuchten wir, ja. Das wird nicht möglich. So. Ja, wir müssen tatsächlich mal die Felder anlegen, ne? Okay, wir starten mal die Anbauzone. Das wird zwei frei. Dann startet hier das Feld. Das erste Feld, was wir haben, wird mal direkt schönes 7x9 Feld. Und daran wird angebaut, wie immer, als erstes der gute Reis. Alright, Reis wird angebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass sich irgendjemand da ein bisschen mehr drum kümmert. Baumeister Jack wird es nicht. Capcobaya ist eigentlich Koch. Und Jerusiah. Du wirst erstmal die Person fürs Grobe. Die Leute gehen schlafen, oder was? Sieht so aus. Wir spulen. Ja, die Sponsoren, ganz genau. Da müssen wir häufiger dran denken. Wie Froggenhardt gerade nochmal darauf hinweist. Daher probiert gerne mal aus. Ausrufezeichen. Holzkern. Das ist aktuell der Hauptsponsor dieses Kanals. Und ihr supportet den Kanal. Wenn ihr mal auf die Webseite raufgeht, der Link wird gerade angezeigt. Und
momentan eine ganz gute Zeit, um da mal raufzugucken, da ihr wahrscheinlich in absehbarer Zeit Geschenke braucht für eure Liebsten. Und da kriegt ihr ganz gute Geschenke. Haut da gerne mal vorbei. Andere Geschenke wären auch Displates. Da habe ich einen Affiliate-Link mir mal erstellt. Also wenn ihr lustigen Wandschmuck braucht, können Sie das gerne über meinen Affiliate-Link machen. Und so viel zu den Sponsoren dieses Streams. Weiter im Programm. Unsere Suiten werden fertiggestellt. Unser Feld wird gesät. Was ist das? Oh, der Hufeisenstab. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich den jetzt hier platziert habe. Das canceln wir gleich mal wieder. Und setzen, ja, den woanders hin. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Ja gut, das wird ja gleich gehackt. Jacks Bauskill aktuell auf Konstruktion 5. Fast auf 6. Ja. Jack wird sich darauf konzentrieren. Ich hoffe, wir kriegen ihn bald auf ein annehmbares Level, um hübsche Betten, Tische, Stühle und so weiter zu zimmern. Und hinter dem Kamerabild sehe ich hier diese Karte. Und wir sehen eine ganze Menge Bedrohung. Vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir tatsächlich die Verteidigungswand hier eher früher als später aufziehen, hochziehen. So, eine neue Nacht beginnt. Tag 2 ist vorbei. Wir haben die Suiten fast fertiggestellt. Sieht gut aus. Das Feld ist auch so gut wie gesät. Was ist das für ein Vieh mit dem weißen Fell und der braunen Nase? Da ist gerade was. Ja, was hat gerade den Hasen gefressen? Das ist ein Yut-Hieranus. Ein großer, gefederter Tyrannosaurier, der in kälteren Gefilden gelebt hat. War einer der wenigen eines der wenigen Raubtiere in seiner Umgebung, das Sauropoden gejagt hat. Wobei wahrscheinlich auch viele gestorben sind. Es hatte eine flache Zunge wie ein Krokodil. Danke dir, AMD 1981. Ja, viel Glück, Panzerkuschler. Danke dir, Slyn Fane, für die 6 Monate. Sardoso, danke dir auch. Oh, bei Sardoso gab es Schnitzel. Ja, Schnitzel würde ich auch nicht nein sagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil als Predator, als Raubtier, müssen wir irgendwie versuchen, dass der uns nicht frisst, natürlich, ne? Okay, das Feld ist so gut wie fertig. Das wollte ich erstmal haben. Ich würde vielleicht sogar direkt ein zweites Feld anlegen. Das ist nicht unwichtig, dass wir die Nahrungsversorgung gesichert haben. Machen wir das mal. Was war das hier für ein Feld? Das war ein 7x9 Feld. Direkt darüber kommen Kartoffeln. So, da fangen sie schon ein bisschen an zu hacken. Die Skills am Anfang miserabel, aber das sollte sich im Laufe der Zeit langsam, aber kontinuierlich verbessern. Wir haben hier einen Pillarbusch. Ich weiß nicht, was ein Pillarbusch ist. Also ein Pillar ist ja eigentlich eine Säule. Ist das gemeint? Ein Säulenbusch? Na, zumindest essbare Nüsse dran. Die können wir auch gleich mal ernten. Die hier sind noch nicht gewachsen. Außerdem gucken wir mal wegen der Medizin. 33% Heilfarn. Die haben wir bereits zum Ernten Heilfarn.
Hier, das sieht auch ausgewachsen aus. Jetzt erstmal schnell alles einsammeln. Für ein bisschen Medizin in der Hinterhand. Wir haben die gute Medizin, aber die bewahren wir natürlich für Notfälle auf. Außerdem sind wir ja als Hotelinhaber wahrscheinlich auch viel damit beschäftigt, den Besuchern eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. Wird es Themenzimmer geben? Ach, Themenzimmer. Ich war mal in einem Hotel mit Themenzimmern, das war lustig. Und wir hatten die Wahl, es gab verschiedene, ich kann mich erinnern, es gab das Hello Kitty Zimmer und es gab das Pornozimmer. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, welches wir genommen haben. Das war, glaube ich, auf irgendeiner indonesischen Insel. Aber so Themenzimmer finde ich eine lustige Idee. Medizin schon auf pflanzlich umgestellt? Nee, noch nicht. Ist ja noch nichts. Aber können wir mal machen, bevor da was passiert. So, da wird gegessen. Und ich denke, wir können dann bald die Betten einbauen. Beziehungsweise wir müssen aufpassen, dass wir genug Holz haben. Aber soweit ganz gut aus alles. Hier wird jetzt noch nicht die Kartoffel angebaut. Das passiert hoffentlich auch bald. Ja, wir spulen mal weiter. Machen das direkt mal zur Homezone. Okay. Ja, sehr gut. Und so ein bisschen die Position der Felder diktiert ja auch so ein bisschen am Ende des Tages die Position des Kühlschranks. Wenn sie hier schlafen, hier die Felder sind, sollte in der ungefähren Nähe, er wird direkt von Kupkebaya sauber gemacht. Dann sollte hier auch die Küche irgendwie sein. Na, wir machen das mal ganz. Vielleicht mache ich nicht direkt hier vor einen weiteren Suitentrakt, sondern wir machen direkt die Küche davor. Wir machen Zweiergänge und ja, machen hier einen Aufenthaltsraum und eine Küche. Das ist eine gute Wahl? Ja, ne? Okay. Den machen wir mal schön groß. Das wird ein schickes Hotel. Machen wir es mal 11x11. Das wird der Essensraum / Aufenthaltsraum. Später werden da sehr viele Gäste wahrscheinlich denn abhängen. Und ich denke, direkt nördlich davon planen wir schon mal die Küche. Die, ja, wir haben Platz. Wir müssen da nicht unbedingt sparsam sein. Ich denke mal, eine Küche, die vielleicht muss ja nicht so groß sein. Wobei natürlich die Sauberkeit auch immer im engen Verbund ist mit der Größe einer Küche. Wenn das ein bisschen dreckig ist und die Küche klein ist, dann ist die Küche schnell sehr dreckig. Wenn es ein bisschen dreckig ist und die Küche groß ist,
dann ist es nicht so dreckig. Wir werden die Schlachternummer... Das sieht hässlich aus. Das machen wir anders. Wie machen wir das mit der Küche? Schlachter und Koch werden unterschiedliche Räume kriegen. Wir machen das mal so. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sieht doch schön symmetrisch aus. Schlachter, Koch und hier hinten kommt der Kühlschrank hin. 7. Den Kühlschrank, den machen wir am Anfang noch nicht so groß, damit wir nicht so viel kühlen müssen. Wir setzen ein paar Türen rein, damit das schon mal funktioniert. Und zwar hier in die Küche in der Mitte, hier beim Schlachter und hier zum Kühlschrank. Wir brauchen hier einen Eingang und hier einen Eingang. Let's go. Außerdem ein bisschen Unterstützung aus Holzhackarbeit. Danke. Guten Abend, Ente. Lieber eine Tür zwischen Schlachtraum und Küche. Ja, können wir auch noch machen. Besucher, da sind sie, die ersten. Von die Grünmäuse Galga sind in der Kolonie angekommen. Die Grünmäuse Galga, das klingt sehr sympathisch. Sie haben Angst, aus folgenden Gründen, in das Gebiet einzureisen. Keine Gästebetten, die Temperatur und Insekten. Wenn du sie wegschickst, bleiben sie vielleicht in der Gegend, kommen später zurück. Gewähre Sicherheit. Schicke sie weg, Besucher abweisen, bis ich Gästebetten habe. Gäste immer zulassen. Okay, wir müssen sie nochmal wegschicken. Wir haben noch keine Gästebetten. Die sind nicht so schnell, oder? Kriegen wir die schnell gezimmert. Wir haben nicht genug Holz für Gäste, für mehrere Gästebetten. Ich will nicht... Das Hotel ist einfach noch nicht offen. Wir schicken die ersten Gäste nochmal weg. Wir schicken sie weg. Ist noch nicht... Pass auf, wir bauen als erstes mal die Betten hier auch rein. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wir brauchen da mehr von. Ja, ich hab mich auch gefragt, was haben die denn gegen die Temperatur? Wir haben 18, 19 Grad. Teile eines Raumschiffes sind in der Nähe abgestürzt. Ah ja, okay. Ah, ich bin immer ein Freund davon, die relativ schnell abzubauen. Falls ein Waldbrand kommt, könnte der die vernichten. Aber wir haben hier gerade genug zu tun. Jack ist dabei, unseren großen Schlaf... Nee, Quatsch, unseren Aufenthaltsraum zu bauen. Jeresiah hackt Steine. Und Capcobaya hilft ein bisschen, hier das Ganze mit Holz auszustatten. Das sieht gut aus. Ich denke, wir können... Alle sind dabei, ihre Aufgaben zu erledigen. Wir brauchen halt mehr Holz. Viel mehr Holz. Wenn Jeresiah hier diese beiden Steine auch noch weggebaut hat... Oh, warte mal ganz kurz. Wieso ist das grau? Ich habe Stahlbetten gebaut. Nee, Holz. Warte mal, was ist denn hier schief gelaufen? Wieso habe ich denn... Hat er das automatisch gewechselt, nur weil ich kein Holz mehr hatte? Nee, das macht er doch normalerweise nicht. So. Wir fangen natürlich mit Holzbetten an. Peadre. Danke, Mann, für die 11 Monate. Wird es auch Abendunterhaltung geben? Ja, gucken wir mal. Wir werden hier alles geben, ein richtig schickes Resort hochzuziehen. Wir haben zwei Holz.
Na gut. Legt euch nochmal hin. Und an Tag 4 könnte es sein, dass wir das fertig gebaut haben. Wir müssen mal gucken, weil wir eine ganze Menge Holz noch hacken müssen. 3 Uhr nachts, bald stehen sie wieder auf. Wo ist das riesige Tyrannosaurus-Viech mit den Federn? Das scheint... Ah, jetzt ist es hier. Es ist Adorondir übrigens. Der sollte hier bald mal rausgeleitet werden. Er bewegt sich auch immer weiter Richtung Osten. Könnte sein, dass er bald hier wegflutscht. Und dann haben wir ein bisschen weniger Gefahr in unmittelbarer Nähe. Jeremiah hackt die letzten Steine. Aktuell mit Bergbau 4. Und fertig. Wunderbar. Jeremiah erntet Heilwurzel. Hat's verbockt. Jeremiah erntet nochmal Heilwurzel. Hat's verbockt. Jeremiah probiert's zum dritten Mal, die wertvolle Heilwurzel. Ja, alle guten Dinge sind 3. Wunderbar. Los geht's hier. Da ist wieder irgendwas gestorben. Ich glaube, Adorondir hat schon wieder einen Hasen gefressen. Der Bestand kleiner, kuscheliger Säugetiere scheint rapide zu schrumpfen aufgrund von Adorondir. Aber wir können gegen Adorondir nichts machen. Wir könnten was machen. Wir könnten eine kleine Schießscharten-Ecke bauen, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich hoffe eher darauf, dass Adorondir hier in die Richtung sich begibt und wir ihn hinter der Mauer ausschließen können. Kleine Bedrohung im Süden entstanden. Ein hiesiger Biber ist verrückt geworden. Und Vlad, unser heiliger Esel, läuft da unten ziemlich gefährlich umher. Wir müssen jetzt aber diesen Biber hier... Wie heißt du eigentlich, verrückter Biber? Gucken wir mal. Er greift uns an. Er ist ganz schön fix. Wir müssen mal schnell alle Leute versammeln, um diese Biberbedrohung der Einheit zu gebieten. Los! Alles klar. Oh, Biberbedrohung ausgeschaltet. Weiter geht's im Tagesablauf. Er hat auch nicht Skaria. Wir können ihn später essen. Wunderbar. Ich baue eigentlich gerne erst die Sachen zu Ende, aber wir machen mal eine Ausnahme. Wir setzen jetzt hier schon mal die Schlachtbank aus Holz hin. Dann setzen wir einen elektrischen Herd hier hin. Wir haben zu wenig Komponenten. Das muss denn ja hier noch irgendwo liegen. Habe ich tatsächlich vergessen, die mitzunehmen. Wo sind unsere Leute gestartet? Hier müssen irgendwo wertvolle Komponenten liegen. Das war... Oh, was ist das? Ein Biberdamm. Verrückt. Okay, wir müssen unbedingt die mit uns gecrashten Bauteile finden. Das ist wertvoll. Das brauchen wir. Die scheinen nicht in der Basis angekommen zu sein. Wo sind unsere Leute gecrashed? Wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte. Da sind sie. Ah, mein Adlerauge hat sie entdeckt. Hol sie rein. Wunderbar. Kühlschrank scheint fertig zu sein. Wir werden mal diese Zone direkt hier als Lager definieren. Nee, rosa ist keine Farbe für einen Kühlschrank, finde ich. Wie wäre es mit... Ah, bläulich, lila, violett, purpur. So, da kommt nur Nahrung rein. Mahlzeiten, Ruhe, Nahrung und der ganze Kram. Das Ganze mit einer Priorität bevorzugt. Und dann haben wir wieder einen Tag hinter uns gebracht. Und ich glaube, erst morgen kommen die Betten. Ihr müsst heute nochmal auf dem kalten Boden schlafen. Okay? Ist doch nicht schlimm, oder? Es fehlt Hufeisenspiel und eine Kartoffelanbauerlaubnis. Wieso war das denn verboten? Seltsam. So, wo ist unser Hufeisenspiel? Da hatten wir doch eigentlich eins gebaut. Haben wir das nicht... Ich dachte, ich hätte hier irgendwo eins platziert. Aber ja, Hufeisenspiel macht ja nichts. Dann setzen wir halt ein zweites hin, falls das erste nicht geklappt hat. Oder falls wir zwei haben, ist es auch nicht schlimm.
Hufeisen gespielt wird hier. Leichen im Kühlschrank erlauben. Ja, Leichen im Kühlschrank erlauben. Wir müssen uns auch über Strom Gedanken machen. Wir könnten den Strom hier tatsächlich ein bisschen geschützter hinter die Basis setzen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Machen wir bald. Noch müssen wir das nicht kühlen. Wir haben 2 Tage noch den Biber zu essen. Das sollte doch reichen. Unsere erste Kochstelle ist in diesem Moment fertig. Wir haben aber nichts. Kein Strom. Es geht weiter. Er läuft. Wieso war denn bitte mein Kartoffelfeld nicht erlaubt? Da muss ich ja irgendwie aus Versehen raufgeklickt haben. So, wie sieht's denn aus? Unsere Fraktion nennt sich... Wie nennt sich unsere? Die Neander. Oder fällt uns was Lustigeres ein? Unsere Kolonie nennt sich... Ja, Hotel California hatte ich auch schon. Kriegen wir da ein Wortspiel hin mit Neandertaler? Das Neandertal? Hotel Feuerstein? Das wäre ja tatsächlich ganz passend. Hotel Neander lassen? Hotel Feuerstein ganz gut, oder? Neandefornia? Danke dir, freundliche Tretmine, für die 12 Monate, Mann. Otto Sapiens. Hotel zum goldenen Neander. Das finde ich gut. Hotel zum goldenen Neander. Und wie heißt unsere Fraktion? Hotel Ötzi ist auch gut. Oder ein anderes Hotel. Paleo Hospital. Hm, ja, sind ein paar gute... Machen wir Sapiens. Das ist unsere Fraktion. Wir sind die Sapiens. Wir nennen sie die Proto-Sapiens. Proto-Sapiens und das Hotel zum goldenen Neander. Okay? Neander ist ein Ötzi Springs. Ötzi Springs finde ich auch sehr gut. Aber wir lassen es jetzt so. Das taucht ja relativ selten auf tatsächlich. So. Jetzt haben wir hier die Wände hochgezogen. Jetzt wird hier hoffentlich viel Holz gehackt, dann werden die Betten hochgezogen. Es ist 15 Uhr. Vielleicht schlafen sie heute Nacht das erste Mal in den eigenen kuscheligen Betten. Jack zieht gerade noch ein bisschen hier das Dach hoch. Wird geerntet. Das bietet sich hier an. So, Jack, gehst du jetzt runter und machst direkt ein paar Betten fertig oder schlafen wir heute Nacht doch nochmal auf dem Boden? Es ist 21 Uhr, es scheint so als... Ah, nee, ein Bett ist fertig. Einer. Du, Jack. Einer darf leider nur heute in einem kuscheligen Bett schlafen. Wunderbar, los geht's. Schlaf, ich schlaf. Bahamut Zero. Einen guten Abend. Schön, dass du da bist. Danke für die 20 Monate. Und Senior Pipi, danke Mann für deine 8 Monate. Was ist hier los? Die Besucher von die Grünmäuse Geiger sind schon wiedergekommen. Sie haben Angst. Ich gewähre ihnen jetzt Sicherheit, weil wir sollten ja jetzt eigentlich die Betten haben. Okay? Wir gewähren ihnen Sicherheit. Kommt ruhig, kommt. Unser Hotel ist eröffnet. Wir haben ein Bett. Das ist auch schön warm. Jack hat's vorgewärmt. Wo seid ihr? Unsere ersten Hotelgäste kommen. Ach, es ist nur einer. Es ist die nackte... Wer ist das? Wer besucht uns?
Chat. Das Spiel vergibt einen Namen. Es ist Schmolle. Schmolle ist unser erster Hotelgast. Schmolle ist 47 Jahre alt und ein Krieger der Grünmäuse-Galgas. Ist gut im Bergbau, gut im Nahkampf, ein Stubenhocker und blutrünstig. Ansonsten Schussnarbe am Oberkörper, nichts Bedeutendes. Bisschen schläfrig. Wird sich wahrscheinlich direkt hier hinlegen. Und wir machen das jetzt mal. Wir müssen mal hier für Gäste. Dieses Bett ist für Gäste. Tut mir leid, Jack. Muss Jack ein bisschen früher aufstehen. Hat ja ein bisschen geschlafen. Hier Erholung ist ja bei 86%. Der kann ja jetzt gerne mal aufstehen und die anderen Betten hochziehen. Unsere ersten Gäste sind da. Und es sieht so aus, als hätten wir fast den Saurier hier rausgeschmissen. Aktuell ist die Frage, wie bauen wir unsere Verteidigung? Bauen wir sie in die Basis rein oder aus der Basis raus? Um auch ein bisschen Land zu graben. Ja, wir machen Land Grab und bauen sie aus der Basis raus. Guten Abend, Nightfire. Oh, Gruschnack. Danke dir, Mann, für den Support. Saurier einmauern. Ja, der macht denn die Holzwände kaputt. Das führt zu nichts. So. Okay, wir haben zwei Betten. Wir reißen mal alle Betten ab. Ihr steht heute mal früher auf. Oh, lecker. Pizza zum Früh. Was ist das denn? Pizza nix? Jerisaya, bist du Asket oder was? Pizza nix. Okay. Alles klar, wie geht's denn unserem ersten Gast? Da liegt er, Schmolle. Und es geht ihm... Ja, ganz gut. Genug Betten, kostenloses Bett. Wie kostenlos? Gästebetten. Ah, den Preis können wir hier festlegen. Aha, aha, okay. Ja, okay, der erste Gast kriegt es natürlich for free, okay? Der erste Gast muss nichts zahlen. Oh, alles klar, Gruschnack. Mach das. Erhol dich gut. Lehn dich zurück. Schnapp dir einen Tee und iss ein bisschen Biber. Unser hält noch 23 Stunden. Wir schlachten den mal, um das zu resetten. Schlachtauftrag. Wer ist Koch? Das ist aktuell Cap Cobaya. Cap Cobaya trägt gerade noch ein bisschen Holz zu den Betten, die bald gebaut werden. Ja, wir haben drei Kolonisten, sechs Betten. Das heißt, aktuell könnten wir drei Gäste unterbringen. Aber selbstverständlich machen unsere Kolonisten gerne Platz. So wie Jack gerade. Wir starten... wir ziehen erst nochmal die Betten hoch. Lassen dann noch ein bisschen Holz hacken. Haben wir noch Holzhackaufträge? Ja, hier sind noch ein paar. Weil dann geht das ein bisschen flutschiger von der Hand, wenn wir das Holz direkt immer in der Hinterhand haben. Ich werde noch ein paar Holzhackaufträge hier mal erteilen, dass wir gleich unsere Verteidigung da auch ganz easy langziehen können. Hackt hier vorne mal ein paar Bäume, okay? Dann kommt hier gleich die Mauer hin und dann haben wir auch diesen Saurier endlich raus. Vor dem habe ich nämlich Angst. Das ist aktuell die größte Bedrohung. Falls der Hunger kriegt und Hunger auf Cap Cobaya, weil er hat einen sehr leckeren Kiefer, muss man wirklich sagen. Sie hat einen sehr leckeren Kiefer. Dann haben wir ein Problem. Was gut ist, Kartoffeln bald angebaut. Betten, soweit auch gut. Hier ziehe ich noch eine Steinmauer lang. Das sieht sonst Mist aus, wenn hier Holz ist. Dann werden die Zimmer erst zu Individualzimmern. Dazu müssen wir gleich erstmal Steine hacken. Bevor wir das machen, bauen wir aber erstmal unseren Aufenthaltsraum fertig. Was gibt's zu melden, Schmolle? Hast du einen Wunsch?
Oh, Schmalle findet es sehr beeindruckend, dass wir diesen Hausdino als Tier haben. Ja, das stimmt. Viel beeindruckender sind eigentlich, ist eigentlich unser Backgehege hier im Berg. Aber das scheinen die Besucher nicht wirklich zu schätzen zu wissen. Mach lieber eine Verbindungstür für interessante nächtliche Besuche. Ja, ich weiß nicht, ob wir da eine Tür machen müssen oder ob da einfach ein Loch reichen würde. Nur ich weiß nicht, ob Skischarten so funktionieren. Capcobaya ist am Schlachten. Und jetzt brauchen wir langsam Strom. Gucken wir mal. Wir starten mit Windturbinen. Machen wir mal so. Dann würde rein theoretisch hier sogar noch eine zweite Reihe hinpassen, ne? Können sie auch so machen? Ich glaube, ich mache sie aber so. So, und dann hier. Ich hoffe, dass wenn wir da eins reinstellen, das hier nicht... Nee, das sollte klappen. Okay. Also, wenn wir hier eine Windturbine hinbauen... Und in Zukunft das Ganze dann so erweitern? Nee, warte, das ist doch dumm. Wir machen das andersrum. Wir können die ja ineinander laufen lassen. Also hier. Da. Ob da eine dritte noch hinkommt, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Aber hier, diese Wand gibt ja so ein bisschen auch vor, dass hier noch weitergebaut werden könnte. Ich weiß nicht. Es wäre 1, 2, 3 frei. Okay, ja, wir bauen erstmal diese. Die Turbine wird erstmal gebaut. Danke dir, Speedy. Abend, Abomulator. So, unser erster Gast, Schmolle, ist die ganze Zeit am Schlafen. Könnte daran liegen, dass natürlich unsere Freizeitgestaltung noch nicht so ausgeprägt ist. Wir haben hier diesen Stock als Highlight. Kartoffelfeld ist bald fertig. Und, würde den Strom denn schon mal hier unten, wir machen das mal so, den Strom hier einmal lang fließen lassen. Den hier nach oben geben. Und hier im Inneren bis nach da. Okay. Dann kriegen wir vielleicht, wie lange hält unser Fleisch noch? Wir haben noch 2 Tage Zeit, den Biber zu essen. Das sollte doch zeittechnisch funktionieren. So, unterdessen wächst unser Reis schon zu 60% fertig. Sehr, sehr gut. Schmolle, wie du bist nackt. Schmolle, das ist hier nicht so ein Hotel. Da ist kein Nachbar da, den du nackig überraschen kannst. Mann, Schmolle, was ist los mit dir? Blutrünstiger Stubenhocker, der hier nachts... durch die Nachbarzimmer streift. Der wirklich nichts an? Nee, tatsächlich nur ein Speer. Was auch immer das bedeutet. Okay, Jack baut die Stromverbindung. Soweit, so gut. So, spulen wir mal, dass es hier vorwärts geht. Jetzt ist da oben unser Lager ein bisschen abseits. Ne? Das ist nicht ganz so smart mehr. Aber wir haben Zeit. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich wäre es mega smart, wenn die ganzen Materialien dichter dran wären. Überfall, die Schlechter. Sie werden sofort angreifen. Oh Gott. Sind wir schon bereit für sowas? Wo sind sie, die Schlechter? Da sind sie, die Schlechter. Hilfe. Wer greift an? Der sieht ein bisschen aus wie... die Zweistein mit der Frisur. Das ist eine Zweistein-Frisur. Er hat ein Messer. Und bewaffnet mit Messer
Hemd aus Blattleder und Hose aus Stoff. Er nennt sich Speedy, the Bad Russian. Ja, anscheinend. Oh, oh, hier gab's einen Fight. Guck mal. Das war aber nicht unser... Nee. Ah, die sind schon vergammelt. Schade, die hätten wir ja essen können. Der Saurier hat sich mit einem Nashorn geprügelt und die freundliche Tretmine hat zugeschaut. Und er läuft jetzt hier durchs Blut. Was liegt hier? Mekanoide Überreste. Naja, so oder so kommt Speedy mit einem Messer. Und Speedy mit einem Messer kriegen wir doch... Das schaffen wir, oder? Wir haben noch keine Verteidigung, aber wir sind zu dritt. Oh. Da wird Hufeisen gespielt. Guten Abend, dich. Guten Abend, Red Ed. Ja, wir haben gerade angefangen mit unserem Neandertaler Hotel, was wir hier heute aufziehen. Wir haben schon unseren ersten Gast. Das ist Schmolle, der hier nackt durch die Gegend läuft. Aber unser erster Gast darf das. Oh doch, Speedy, du wirst sterben wahrscheinlich. Naja, vielleicht überlebst du es ja und wir machen andere Dinge mit dir. Wobei wir diesmal nicht so kannibalistisch unterwegs sind, ne? Trotzdem, so ein bisschen Medizin üben anhand eines Exemplars wie deiner einer. Könnte man mal machen. Gucken wir mal. Lass die Meerschweinchen. Da ist Puff Louis, der gerade nochmal seinem Schicksal entrinnt. Und wir sollten uns jetzt langsam mal auf Verteidigungsposition begeben und hoffen, dass Speedy nicht unseren heiligen Esel angreift. Den guten Vlad. Verteidigungsposition. Los geht's. Da kommt Speedy. Das wird spannend. Der erste Schuss geht komplett daneben. Der zweite Schuss geht komplett daneben. Der dritte Schuss geht komplett daneben. Der vierte und fünfte Schuss. Der fünfte Schuss trifft. Ein Treffer in die rechte Lunge. Oberkörper. Krasse Blutung. Lunge zerstört. Rechter Lungenflügel. Oh, das sieht gut aus. Speedy, ich glaube, du hast noch circa eine Stunde und dann ist vorbei mit dir. Speedy läuft weiter, hat den nächsten Hit abgekriegt. In den rechten Arm. Dann noch ein Revolverschuss in das rechte Schienbein. Und ich glaube, Speedy kippt dann gleich auch um. Und da liegt Speedy. Unsere Leute freuen sich. Der erste Sieg gegen einen Angreifer. Wir haben ein neues Messer, einen Joint und ein Bier. Und Speedy mit Fernkampf 16. Halleluja. Verweigert Fürsorger, Sozial- und Feuerwehr, passt somit nicht so wirklich rein. Ist ein Kannibale, Frohnatur und Kurzschläfer. War ein Space Marine als Erwachsener und als Kind ein Testsubjekt. 49 Jahre alt. Rechte Lunge zerstört, ich weiß nicht, Speedy. Gehört den Schlechtern an. Was machen wir mit Speedy? Ah, ich würde sagen, wir peppeln Speedy hoch. Wir haben momentan die Kapazitäten. Haben wir die Betten? Ja, wir haben die Betten. Wir peppeln Speedy hoch und lassen ihn dann frei. Einfach nur, um auch ein bisschen mal wieder reinzukommen in die gute Verarztungsgeschichte. Ne? Dann werden wir ja später auch mehr machen. Das levelt ein bisschen. Und wir zeigen gleich direkt mal, dass das diesmal ein gutmütiger ran wird. Alright? Also, wir brauchen hier ein Bett für Gefangene. Speedy, wie viel Zeit hast du denn noch? Noch 7 Stunden. Oh, kriegen wir hin. Wer ist unser bester Arzt? Die sind, glaube ich, alle schlecht. 6, 0, 4. Okay. Dann gucken wir mal. Wir könnten Jack mit Arztfähigkeit 0 direkt mal ranschicken. Wir machen das ohne Medizin. Das können wir erst einstellen, wenn er im Bett liegt. Ach komm, Jack, bring ihn mal rein. Wir könnten dich vorher entkleiden. Würde sich das lohnen? Die Hose aus Stoff und dein Hemd aus Blattleder sind alle schon arg beschädigt. Nee, lassen wir das mal. So, Jack kommt und nimmt Speedy the Bad Russian gefangen. Speedy behauptet, ein guter Kämpfer zu sein. Aber welcher guter Kämpfer hat nur einen Lungenflügel? Frage ich da. Nee, tut mir leid, Speedy. Tut mir leid. Du bist
kein Material, auch jetzt nicht zu dieser Zeit, dass wir dich überreden würden. Jack verarztet ihn. Warte, wir machen kurz, jetzt können wir es einstellen, ohne Medizin. Und Jack mit seinem Skill von 0 dürfte da direkt ein bisschen aufsteigen. Er hat 6 Stunden Zeit, 3 stark bluten. Außerdem hast du eine Holzhand, Speedy. Also ganz ehrlich, wir machen hier jetzt kein Prothesenshaming, aber hier in dieser Situation ist man einfach mit Holzkörperteilen nicht unbedingt erste Wahl. Sage ich ganz ehrlich. Ja, das klappt doch ganz gut. Und Jack steigt eventuell von 0 auf. Guck mal, Speedy the Bad Russian wird dann verewigt in den Skillpunkten von Jack. Naja, ist ein Neandertaler, ne? Er würde schon reinpassen. Es wird nicht der letzte Neandertaler sein, der uns hier begegnet. Holz blutet nicht. Ja, das stimmt natürlich. Speedy ist kein Neandertaler. Nee, stimmt. Speedy ist kein Neandertaler. Ich habe falsch geguckt. Speedy ist kein Neandertaler. Speedy ist ein ganz normaler Mensch. Pff. Nee, ganz normale Menschen. Wer will denn sowas? Aktuell Speedy wird wahrscheinlich durchkommen. Rechte Lunge zerstört. Linke Hand Holzhand. Ja, leider wird sich das nicht in einem Skillpunkt manifestieren, was wir hier machen. Aber Speedy ist jetzt verarztet, fast. Und wir werden Speedy dann freilassen. Damit er nicht zu viel frisst. Wir könnten natürlich auch Hämogen farmen. Schon mal so ein bisschen zukunftsgerichtet, falls wir einen Vampir kriegen. Aber das wäre vielleicht zu weit gedacht. Nein, wir lassen ihn frei. Das ist halt auch einfach ein Commitment, jetzt jemanden hier gefangen zu haben. Den muss man regelmäßig füttern. Man muss sich regelmäßig um den auch so kümmern. Das ist einfach sehr zeitintensiv. Das wollen wir uns jetzt nicht anlachen. Wir werden ihn freilassen. Speedy. Einfach nur, weil du so eine schöne Frisur hast. Sei froh, ganz genau. Er sagt das auch gerade. Sei froh, dass du so eine schöne Frisur hast. Sonst würden wir dich vielleicht ganz einfach draußen liegen lassen. Stattdessen lassen wir dich unsere Betten hier einsauen. Apropos einsauen, wir müssen mal die Home Zone hier erweitern, damit schön sauber gemacht wird. Nee, da fehlt noch was. Alright. Wir spulen mal, denn es ist Nacht, 23 Uhr. Die Leute sollten jetzt langsam schlafen gehen. Hier oben haben wir Senior Pipi, den Igel. 4 Jahre alt. An seinem schönen Teich. Der hat hier wahrscheinlich ein schönes Leben. Aber ja, wenn wir Strom haben, gucken wir mal. So viele Möglichkeiten, was wir als nächstes bauen. Ob wir vielleicht wirklich schon die Verteidigungsmauern bauen. Aber die würden ja nur aus Holz sein. Macht das Sinn? Wäre es nicht klüger, vielleicht doch erstmal Tische zu bauen? Weil ihr wisst, was für eine Aversion diese Rimworld-Kolonisten haben gegen das Essen ohne Tisch. So, Javisaya am Holzhacken. Wunderschön, das sieht doch gut aus. Wie gesättigt ist Adorondia momentan? Die Sättigung von Tieren kann man nicht einsehen, wenn sie nicht eingegliedert sind, wenn sie nicht domestiziert sind. Wir könnten bei Vlad die Ernährung sehen, aber bei einem anderen Tier, das nicht zu unserer Kolonie gehört, können wir nicht die Ernährung sehen. Oh, müssen wir mal aufpassen, dass die hier nicht alle reinfallen, ne? Sharklov, du bist da ganz schön dicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich mega klug, jetzt diese Holzwand doch zu errichten, da unser heiliger Esel dann gesichert wäre. Unser heiliges Tier zu verlieren wäre ein bisschen blöde. Kleber, Tische und Stühle sind hier für den ersten Gast, der umsonst da ist, noch nicht drin.
Schmolle immer noch nackt am Hin und Her laufen, wird jetzt Jack belästigen. Und ja, stellt sich nackt neben Jack. Mit seinem Hinterteil ausgestreckt in das Gesicht. Jetzt starrt er ihn an und geht wieder. Wahrscheinlich hat er nur kurz flatuliert. Und geht jetzt wieder. Jack schläft, kriegt davon gar nichts mit. Sehr unangenehm. Wir sprechen Jack nicht drauf an. So, ja, Holz kommt. Wir spulen. Holzhacken angesagt momentan und Stromversorgung sicherstellen. Jack macht das auch gerade. Der Isaiah klopft Bäume. Kopkobaya. Bisschen Hufeisen gespielt. Jetzt bringt er ein bisschen Material an den Mann hier. Und trägt Holz rein. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Diese Lagernummer ist ein bisschen blöde. Ich würde fast sagen, das Lager können wir schon direkt mal umbauen, oder? Ach, Quatsch. Das machen wir, wenn wir die Barke haben. So, da scheinen gerade ein paar Nüsse verarbeitet zu werden. Nee, die kommen in den Kühlschrank. Wenn wir reife Nüsse sehen, ernten wir die auch, würde ich sagen. Bereits zum Ernten hier nochmal. Was ist passiert? Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ein Problem, das ich nicht... Unser heiliger Esel wird zum Ziel dieses saurierfressenden Sauriers. Und das ist ein richtig fetter Onken. Der hat eine Fleischmenge von 300. Geschwindigkeit von 5. Den können wir nicht... Wir müssen leider diesen Esel seinem Schicksal überlassen. Auch wenn er ein heiliges Tier ist. Wir holen uns wieder einen Esel. Aber wir haben es nicht geschafft, ihn vorher sicherzustellen. Ich sag's gerade noch, dass wir dafür die Mauer zumindest bräuchten. Und ich glaube, Vlad wird sterben. Natürlich gibt es noch die Chance, die irgendwo im Nanobereich sich befindet, dass unser Esel gegen diesen Saurier gewinnt. Aber... ich glaube, wir drehen uns weg, ignorieren das und ziehen schnell die Mauer hoch, dass der Saurier nicht uns frisst. Sehen wir so. Lieber den heiligen Esel als uns. Wirf ihm Speedy als Opfer hin. Ja, das... Das können wir nicht machen. Wir haben ihn tatsächlich schon auf Freilassen gesetzt, aber irgendwie... Ah ne, Speedy kann ja nicht laufen aktuell. Ja, Speedy... Speedy kann noch nicht laufen. Und das Ziel ist schon festgelegt. Nee, ich sehe keine Möglichkeit, außer den Saurier direkt anzugreifen. Wofür die Leute wahrscheinlich auch... Naja, Jerusiah könnte drauf schießen. Der ist sogar dicht dran. Aber ganz ehrlich, Leute, wir wissen doch alle, dass das voll... Dennis, den können wir die Kolonie... Wenn wir jetzt einen so großen Saurier wie diesen Jutjuranulos hier wüten haben, dann ist die Kolonie, ja, das war's. Ja, Doppelgeist, wenn ich auf den Dino schieße, dann ist die Kolonie, glaube ich, hinüber. Aber ich weiß, ihr könnt nicht wegschauen. Unsere Kolonisten schauen weg und wir schauen zu, wie sich Vlad, unser heiliger Esel, gegen diesen super schnellen Megasaurier schlägt. Vlad ist tot. Adorondir zerkaute Vlads Rumpf in blutige Streifen. Er wurde komplett zerfleischt. Kiefer zertrümmert. Rumpf, ja. Der hat, ey, wirklich, wir sehen es auch hier, sein Rumpf komplett zerstört.
Alter Schwede, hat er den komplett auseinandergenommen. Mann, oh Mann. Ja, wie schnell isst man so einen Esel als Saurier? Schon zu 22% gegessen, schon zu 29% gegessen. Ja, okay. Die Windturbine ist fertig. Also, die Materialien sind da. Jack füttert jetzt aber kurz nochmal Speedy. Ist in Ordnung. Das ist eine richtig leckere Pizza. Das sieht für mich aus wie Hackfleisch, Salami und wir könnten sagen Ananas, aber wir ignorieren diese gelben Dinge und sagen, es sind gelbliche Peperoni oder große Maiskörner. Jack geht jetzt kurz Hufeisen werfen spielen. Danach wird er wahrscheinlich den Strom herstellen und ich glaube, wir können vielleicht schon mal hier so eine Wand errichten, dass wir da weniger Probleme haben, oder? Wo bauen wir die Wand hin? Wollen wir die hier ansetzen? Wollen wir die da ansetzen? Ja, wir graben mal ein bisschen Land. Es ist ja jetzt erstmal nur die Holzmauer. Das ist ja jetzt keine Ressourcenverschwendung. Und die Holzmauer. Dabei werden wir so hinsetzen. So hinsetzen. Als Basis. Dann machen wir wie immer hier so einen kleinen, eine kleine Extension, damit die Leute auch um die Ecke schießen können. Die machen wir erstmal ganz klein. Wir werden die Tür hier hinsetzen. Das animiert die Angreifer mal so ein bisschen, sich direkt hier hinzustellen. Wir werden Schießscharten einrichten. Auch erstmal nur aus Holz. Und das ist ein ziemlich großer Schritt in puncto Basisverteidigung. Zumindest Tiere sollten dann jetzt keine Gefahr mehr darstellen. Und die aktuell größte Gefahr ist tatsächlich Adorondir, unser fieser Saurier, der aktuell nicht mal wirklich blutet. Der Esel hat ihm die linke Hand geprellt. Das war alles, was unser heiliger Esel, der jetzt hier liegt. Und wir lassen ihn auch liegen und essen nicht. Erstens, weil er heilig ist. Und zweitens, weil wir noch wollen, dass dieser Saurier ein paar Tage satt ist, bevor diese Mauer hier nämlich fertiggestellt ist. Und ja, Jack baut Strom. Gleich macht es bzzp und wir haben Strom. Wir können zuschauen, weil ich gehe kurz auf Toilette und dann machen wir weiter. Es ist 18 Uhr, die gehen bald schlafen. Passt ihr kurz auf, dass hier nichts passiert. Bis gleich. Oh, ja, wir haben jetzt Strom, aber selbstverständlich müssen wir hier. Wir können das Auto entfernen mal aktivieren.
Sonst kommt da wenig Strom raus. So. Wie viel Zeit haben wir noch fürs Biberfleisch? Nur noch 14 Stunden. Okay, vielleicht gibt es doch kein Biberfleisch. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben genug Nahrung. Wir haben aktuell noch 15 Pizzen. Und, sieht die lecker aus. Pizza alles. Paprika. In grün und rot. Oder das sind Peperonis, Hackfleisch, Salami. Wieder diese gelben Dinger. Sagen wir mal, diesmal sind Nachos. Dann haben wir hier noch Tomaten. Oh, das ist ja mega. Die ist lecker. Die hätte ich jetzt gerne. Verteidigung wird langsam aufgebaut. Es wird Nacht. Die gehen bestimmt gleich schlafen. Schmolle ist immer noch in unserem Hotel. Naja, wer nimmt es ihm übel? Als erster Gast zahlt er keine Gebühren. Besucher sind dabei zu gehen. Sie haben aus folgenden Gründen Angst. Insekten. Dürfen sie bis morgen bleiben? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Die Besucher sind dabei zu gehen. Weil Insekten da sind. Klar dürfen die bleiben. Na gut. Mietnudist, sagst du. Mietnudistonade. Nade, nee. Nomade. Miet Nudistomade ist der gute Schmolle. Und unsere bärliche Holzverteidigung hier steht so gut zu 50%. Hier unten der Saurier. Hat er unseren Esel schon aufgegessen? Ne, der Esel ist immer noch zu 36% erst gegessen. Ich denke, wir werden diese Mauer hier rechtzeitig aufstellen. Sieht gut aus. Jack ist dabei. Jack leistet ganze Arbeit. Leider unser Lager so weit da hinten. Das war und ist immer noch sehr dumm. Jetzt geht Jack hier draußen. Das ist ein bisschen gefährlich, Jack. Geht er da spazieren? Was ist los? Biberfleisch ist verdorben. Ja, nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Er ist sehr dicht dran an dem gefährlichen Saurier. Geht noch dichter ran. Jack hat einfach nicht so richtig begriffen, was hier gerade passiert ist mit unserem heiligen Esel. Aber Jack mittlerweile wenig am Versagen, was das Bauen betrifft. Konstruktion Level 6 mittlerweile. Da zieht er das an einem Stück hoch. Das gefällt mir. Basis ist fast fertig, denn bitte mal hier die Bäume abholzen, okay. Ja, Schmolle sind diese großen Insekten in der Nähe nicht geheuer. Aber eigentlich ist das hier unsere Hauptattraktion. Um die kümmern wir uns später. Ich sehe da jetzt eigentlich kein Problem. Nacho-Pizza könnte schmecken. Ja, gab's mal. Es gab, ich weiß gar nicht, welche Firma das war. Die hatte so kulinarische Experimente. Da gab's so eine griechische Pizza mit Gyros drauf, dann gab es so eine mexikanische mit Nachos drauf. Gibt's schon länger nicht mehr. Ist schon eine ganze Weile her, aber wisst ihr, welche ich meine? Die Nacho-Pizza, die war eigentlich ganz lecker. Gibt's leider nicht mehr. Ja, die sind ungefährlich, Smolle. Bei Famila gibt's aktuell eine Nacho-Pizza. Ah, Famila. Weiß ich gar nicht, ob wir das in Hamburg haben. Und lange kein Famila mehr gesehen. Oh, unser erster Reis wird geerntet, Leute. Das ist ein wichtiger Moment. Und wir switchen auch direkt von Reis. Ne, eine Runde Reis machen wir noch. Ah, okay. Gibt Famila in Hamburg, okay. Aber zumindest nicht in meiner Nähe. Hätte ich einen Ofen, hätte ich es mir jetzt gemerkt und wäre da vielleicht extra hingefahren, um sie auszuprobieren. Aber Leute, ihr wisst, meine Pizzawünsche müssen verschoben werden auf die Zeit, wenn der Ofen wieder da ist. So, jetzt wird hier sauber gemacht. Wir können jetzt eigentlich auch den Esel essen.
unseren heiligen Esel. Meint ihr, das ist eine gute Idee, den heiligen Esel zu essen, oder soll ich ihn lieber draußen liegen lassen? Wir lassen ihn mal draußen liegen. Nicht, dass die nachher sagen, hey, heilige Esel essen, dumme Idee. Die Kulinarier von Dr. Oetker waren das, Gundilugaba. Das kann gut sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Guten Abend, Ogmaniac. Nee, wir essen den nicht. Ich weiß nicht, ob die ein Problem damit kriegen, weil es ein heiliges Tier ist. Und wir haben kein Essensproblem, deswegen lassen wir das mal lieber. Schmolle, wie lange willst du denn jetzt noch bleiben eigentlich? Was ist denn dein... Ah, guck mal. Darfst dich überall aufhalten, Schmolle. Er war die ganze Zeit auf die Homezone restricted. Versuche sie zu unterhalten. Deine Diplomaten werden versuchen, die Stimmung des Gastes zu verbessern und ihn mit deinen anderen Kolonisten zu befreunden. Gute Diplomaten sind effektiver, schlechte Diplomaten können den Gast verärgern. Versuche Freundschaften aufzubauen. Wegschicken, rekrutieren. Dein Gast hat genug Freunde in der Kolonie, um jetzt rekrutiert zu werden. Dies schadet allerdings. Das scheint gerade die Laune umgeschlagen zu sein. Beziehungsschaden bei Rekrutierung. Genug Freunde zum Rekrutieren. Wir haben Gastfreundschaft. Okay. Okay. Ja, das lassen wir mal nebenbei laufen. Wir bauen jetzt erstmal primär die Basis auf. Ist Schmolle denn super mega krasser Übertyp? Nee, nicht wirklich. Verweigert Fürsorge, blutrünstiger Stubenhocker. Kann ein bisschen Berg bauen, sonst nix. Nahkampf, ja gut. Normaler Mensch, nicht mal Neandertaler. Schmolle eigentlich Influencer, macht jetzt wenigstens Werbung für uns auf Insta. Ja, hoffentlich, wenn er schon umsonst hier ist. Geht er wieder pennen. So, ihr habt alle eure Betten. Das läuft soweit ganz gut. Holen wir mal, dass das hier vorwärts geht. Immer noch kein Strom. Diese Bäume dürften jetzt aber bei nächster Gelegenheit mal rund um unsere... Ah, hier sind noch welche, die vorher abgearbeitet werden. Jack kümmert sich drum. Das verstehe ich nicht ganz. Die sind dabei zu gehen. Dürfen sie bis morgen bleiben? Ja klar, dürfen sie bis morgen bleiben. Wenn sie gehen wollen, sollen sie gehen. Wenn sie bleiben wollen, sollen sie bleiben. Können bleiben. Was ist das Problem, Schmolle? Hör mal auf, hier so eine Welle zu machen wegen den Insekten. Mach doch mal den Felsnupsi beim Flur zum Bettentrakt weg. Das da? Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das finde ich gut. Das lasse ich. Die gefällt, tut mir leid, ich finde den gut. Können wir uns mal die Neandertaler-Gene anschauen? Ja, ich denke auch. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Deine Insta-Posts haben schon 5 Aufrufe. Guten Abend, Paras. Lehne ich zurück. Wir gucken uns jetzt mal die Gene der Neandertaler an. Jeresiah wird da als Subjekt inhalten, herhalten. Und zwar Neandertaler. Jetzt nach 10 Tagen. Übrigens 0 Grad. Sind sehr immun. Immunisierungsgeschwindigkeit 10% schneller. Werden schneller immun gegen Krankheiten als normal. Ja gut, 10% kann auf jeden Fall den Unterschied machen. Das ist gar nicht schlecht. Langsame Läufer sind Neandertale. Die laufen langsamer. 20% langsamer. Das ist nicht zu verachten. Das ist ganz schön... Es ist im Grunde umzurechnen in 20% weniger Effizienz. Weil du läufst ja überall hin, alles dauert dann mehr oder weniger 20% mehr, länger. Kältetoleranz. Ah, sind der sehr tolerant.
gegenüber Kälte und auch sehr tolerant gegenüber Hitze. Also Temperatur tolerant generell, sind aggressiv. Träger dieses Gens werden schnell wütend. Die Gefahr, dass sie eine Prügelei anfangen, ist doppelt so hoch. Das kennen wir. Da gibt es auch andere Xenotypen. Wenn sie einen Nervenzusammenbruch erleiden, ist die Chance doppelt so hoch, dass dieser Zusammenbruch von aggressiver Natur ist. Ja, das bedeutet so viel, dass normalerweise gehen die Leute dann manchmal irgendwie deprimiert durch die Gegend. Bei Neandertalern ist die Chance doppelt so hoch, dass sie nicht deprimiert durch die Gegend gehen, sondern dass sie sich prügeln. Viel Schaden im Nahkampf. Nahkampfschadensfaktor 50% höher. Okay. Sie sind robust. Schadensfaktor, eingehender Schadensfaktor. 25% robuster. Weniger Schmerzen. Nur die Hälfte. Träger dieses Gens empfinden nur halb so viele Schmerzen im Vergleich zu einem normalen Menschen. Reduzierte neuronale Aktivitäten im Schmerzzentrum des Gehirns sorgen dafür, dass sich der Schmerz dumpf und schwach anfühlt. Dies kann je nach Situation mal vorteilhaft, mal gefährlich sein. Kräftiger Kiefer. Träger dieses Gens haben einen kräftigen Kiefer. Okay, das ist eine optische Nummer. Die Brauenwulst. Ah, schau an, jetzt haben wir auch einen Namen dafür. Es ist eine Brauenwulst. Wusstet ihr das? Guck mal, wir haben was gelernt. Wir wissen alle, Neandertaler haben einen kräftigen Kiefer und haben diese lustige Stirn. Jetzt wissen wir, es nennt sich eine Brauenwulst. Das war mir neu. Merkt euch das. Brauenwulst. Fragen wir ab wieder, okay? Bei den Sachen, die wir hier gelernt haben. Bulliger Körper. Bullige Körper. Person kann mehr als ein Körper... Okay, ja, optisch. Pinke Haar... Was? Wieso haben Neandertaler pinke Haar... Warte mal, was ist denn jetzt los? Hä? Okay. Hautfarbe, okay. Langsames Denkvermögen. Träger dieses Gens haben ein schwaches Langzeitgedächtnis und eine geringe Auffassungsgabe. Sie lernen langsamer als andere. Global Lernratefakt. Oh! Okay, das ist bis jetzt der größte Debuff. Der größte Malus. Die lernen nur halb so schnell, die Neandertaler. Ei, ei, ei. Guck mal, Hautfarbe und Haare sind individuelle Gene. Okay. Das erklärt das. Dann haben wir kein Problem, dann verstehen wir das. Langsames Denkvermögen, aber das müssen wir, da müssen wir erstmal drüber hinwegkommen. Eieiei. Okay. Okay. Schwach in Fernkampf. Fernkampf minus 4. Schwach in Sozial, Sozial minus 4. Schwach in Intellekt, Intellekt minus 4. Standardkörper, dicker Körper. Okay, alles klar. Also die Sachen, die wir hier mitnehmen, die wichtig sind, die sind zum einen sehr generell hitzetolerant. Sind langsam, sind immun und sind dumm. Und ja, auch körperlich robust. Ich glaube, die größte Nummer ist wirklich das langsame Denkvermögen. Das ist das weitreichendste Gen, was den größten Einfluss irgendwie auf die Leute hat. Starke Immunität, ja. Interessant. Langsamer Läufer, ja, ist auch big, würde ich sagen, auf Platz 2. Aber langsames Denkvermögen, langsamer Läufer, das sind die beiden Sachen. Dann haben wir noch schwachen Fernkampf, schwachen Sozial, schwachen Intellekt. Ja gut, okay, das passt dazu. Ei, 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 ei. Okay, also. Sie sind alle ein bisschen dumm. Okay? So, wir brauchen vielleicht langsam eine Kühlung, das stimmt. Aber wir scheinen jetzt Strom zu haben. Und bevor wir jetzt